Mal, liebe YouTube-Freunde, wieder im Wald. Diesmal ziehen wir mit der Selvin, dem einen Kollegen, eine Transgard, also 10 Tonnen Binde. Die zieht er und das super ist hydraulischer Ausstoß. Seilausstoß. Diese Tanne hängt rückwärts und meine Winde zieht zu wenig. Ein Ast der Tanne und wir sagen denen, das ist eine Weißtanne. Man sieht unten sind die Äste, die Nadeln weiß, oben grün. Und Weißtannenholz ist schwer, schwerer als Fichte und der Preis ist schlechter, es ist nicht so gesucht. Ja, aber da kann man nichts machen, ne? Wenn da eine Weißtanne weg muss, dann muss die auch weg, auch wenn der Preis schlechter ist. Der Fichte, sagen wir hier im Dialekt Rottanne, die hat die Äste, die Nadeln unten und oben grün und eben wie gesagt, das andere, die Tanne ist bei uns im Dialekt Weißtanne, weil da die Nadeln leisten. Ja, heute ist wieder mal Sonnenschein, aber es ist gleichwohl nass im Wald. Ich hätte lieber, wenn da 5 Grad minus wäre und der Boden gefroren, würde weniger Dreck geben. Es ist jetzt 4 Uhr. Da muss was gegessen werden, bei der strengen Arbeit im Wald. Ja, da hinter mir ist noch ein Problem. Diese Buche ist über den Weg, Saumbuche ist da über den Weg hinaus ins Land gefallen. War da starker Wind und das ist meine Buche und die muss dann auch noch weg.